Keine GroKo oder doch GroKo? Die SPD-Spitze will Koalitionsverhandlungen mit der Union und sucht dafür Rückhalt auf einem Sonderparteitag. Sonderparteitage werden normalerweise erst am Ende eines Koalitionsverhandlungsprozesses durchgeführt. Insofern ist das Prozedere nun bei der SPD ein etwas anderes. Es zeugt nicht zuletzt auch davon, dass sich die SPD-Spitze über ihr eigenes Vorgehen uneins war. Uneinigkeit hat sich mittlerweile in der ganzen Partei breit gemacht. Und so droht der Parteitag eher weiter zu spalten als zu einen. Die Dramaturgie des Parteitages wird schon eine sein, in der Schulz zunächst seine Position verdeutlichen muss, den Delegierten gegenüber, und dann mit Rede und Gegenrede hart um Positionen gerungen wird. Ob man die Delegierten noch wird überzeugen können auf einem solchen Parteitag, das wage ich doch dahinzustellen, denn die meisten Delegierten kommen schon mit festgefertigten und vorgefertigten Positionen zu diesem Parteitag. Insgesamt 600 Delegierte aus ganz Deutschland stimmen am Sonntag ab. Einige kleine Landesverbände haben ihren Delegierten empfohlen, gegen Koalitionsverhandlungen zu stimmen. Insgesamt mehr und auch größere Landesverbände haben sich dafür ausgesprochen. Die anderen haben keine Empfehlung abgegeben. Viel hängt vom größten Landesverband NRW ab, der fast ein Viertel aller Delegierten stellt und tief gespalten ist. Die Delegierten sind nicht an ein bindendes Mandat gebunden. Sie können also durchaus andere Positionen beziehen als die Mehrheit ihres Landesverbandes. Aber sie werden ihr Abstimmungsverhalten innerhalb ihrer eigenen Verbände legitimieren müssen. Das macht den Prozess eines Sonderparteitages auch besonders spannend und unkalkulierbar. Die SPD-Parteispitze dürfte dem Sonntag daher mit Sorge entgegenblicken. Schließlich könnte der Parteitag so ganz anders ausgehen, als Martin Schulz sich das erhofft hatte. Martin Schulz wird sicherlich keine überwältigende Mehrheit für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen bekommen. Ich gehe von einem eher knappen Ergebnis aus. Ein knappes Ergebnis ist keine echte Rückendeckung, sondern offenbart noch einmal die Zerstrittenheit der SPD in dieser Sache. Sollte der Sonderparteitag am Sonntag scheitern, gehe ich davon aus, dass Martin Schulz zurücktritt. GroKo oder No-GroKo? Die Delegierten entscheiden wohl nicht nur über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen, sondern auch über die Zukunft der SPD-Spitze.